Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. GKN, Standort Mosel noch zu retten? Blutkrebs zurück, Stammzellenspender dringend gesucht und FSV holt einen Punkt gegen Meppen. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, es ist wieder einmal Montag und ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Abendmagazin Tag aktuell. Einen wunderschönen guten Abend. Zu Beginn eines Jahres wünschen wir Menschen uns ja in der Regel alles Gute. Gemeint ist da in erster Linie Gesundheit und Wohlergehen. Ein ganz wichtiger Fakt ist aber auch der Arbeitsplatz. Während viele Unternehmen händeringend Arbeitskräfte suchen, gab es am 18. Januar für die Belegschaft des Automobilzulieferers GKN Driveline am Standort in Mosel die Hiobsbotschaft, dass die Schließung des Werkes beabsichtigt ist. Wir haben uns heute einmal auf den Weg gemacht, um zu erfahren, wie es aktuell aussieht. Herr Kirsten, ganz lieben Dank, dass Sie heute am Montagmorgen Zeit für uns haben. Es brennt vielen Mitarbeitern, aber auch den Menschen der Region und nicht nur der Region unter den Nägeln, was hier bei GKN aktuell passiert ist. Erstmal GKN, was heißt das? Und da gibt es eine Geschichte dazu. Ja, GKN ist ein englisches Unternehmen, was in England lange Tradition hat. GKN, der Name, ist eine Abkürzung für die drei Gründungsmitglieder dieser Firma, Giencast Nettlefolds. Daraus hat sich der Name abgeleitet. Wir hier in Mosel gehören seit 1978 mit damaligen DDR-Regierung einen Vertrag mit Zitrön abgeschlossen hat, also zum Bau eines Gelenkwellenwerkes. Dieses Werk war dann 81, 82 soweit fertig, hat zum damaligen VEB Sachsenring gehört und nach der Wende 1991 hat GKN, eben dieses englische Unternehmen, uns übernommen und seitdem weitergeführt. Es gibt ja nicht nur diesen einen Standort hier im Osten, sage ich mal, sondern es ist ja weltweit aufgestellt. GKN ist ein sogenannter Global Player, richtig, ja. Es gibt für die Sparte, in der wir im Moment tätig sind, für die GKN Driveline, gibt es sowohl in Europa als auch weltweit mehrere Werke. Wir hier in Deutschland sind in der sogenannten DLD zusammengefasst, das heißt Driveline Deutschland GmbH. Es gibt noch Werke in Kiel und in Offenbach. Im Moment ist das Werk Mosel das Werk, auf das sich der Augenmerk der Geschäftsführung gelegt hat. Das heißt, uns wurde mitgeteilt, dass das Werk spätestens Ende 2025 geschlossen wird. Es wird vorher teilweise verlagert. Die Geschäftsführung hat in dem Sinne schon sehr viel Erfahrung, weil im Laufe der Zeit, seitdem ein neuer Anteilseigner hier angetreten ist, die Melrose, die praktisch GKN übernommen haben, seitdem läuft es nicht mehr so, wie es eigentlich mal gelaufen ist. Das heißt, das Werk in Birmingham in England ist geschlossen worden. Es ist das Werk in Firenze geschlossen worden. Und es ist das Werk in Kaiserslautern geschlossen worden. Spätestens da war uns bewusst, dass die Einschläge näher kommen und wir im Fokus stehen. Und wie wir eben jetzt Anfang Januar am 18. Januar erfahren haben, ist es halt so, dass man dieses Werk schließen möchte. Die Bedarfe wären doch eigentlich da. Es wird ja hier, Gelenkwellen werden ja immer gebraucht. Wir produzieren ja hier daneben am Standort bei VW gerade jetzt die E-Autos. Das ist ein Riesenrun. Wie muss man sich das erklären oder was läuft da falsch? Es ist einiges falsch gelaufen. Nicht nur jetzt erst, schon in der Zeit, wo der Strukturwandel in der Automobilindustrie sichtbar wurde. Dort hätte GKN schon reagieren müssen, unserer Meinung nach. Man hat aber weiterhin immer auf das Pferd Gelenkwelle gesetzt. Man hätte dort schon wahrscheinlich auf andere Produkte setzen können. Es war aber wahrscheinlich nicht gewollt. Ja, wir schreiben jetzt noch schwarze Zahlen, das ist richtig. Man hat aber, wie das bei Unternehmen immer so ist, immer den Blick auf Standorte, wo man noch 3 Cent mehr verdienen kann. Und das fällt uns jetzt auf die Füße, indem GKN gesagt hat, okay, wir ziehen in Ungarn ein neues Werk hoch. Dort ist logischerweise die Produktion billiger und man zieht dann weiter. Was dann hier mit den 830 Leuten wird, interessiert nicht. Sie haben es gesagt, 830 Leute, das sind 830 Schicksale. Da hängen Familien dran, Leute haben sich was aufgebaut, haben Häuser gebaut, die haben Kinder. Was kann man tun oder was haben Sie vor, um diese Arbeitsplätze vielleicht doch noch zu retten? Oder was wäre die Alternative für diese sicher auch teilweise oder zum Großteil gut ausgebildeten Menschen?
Unser allererster Punkt, den wir setzen, ist natürlich zu versuchen, diese 830 Arbeitsplätze zu halten. Das heißt, ein Prozess auf Investorensuche ist im Gange. Wir wissen, dass es schwer wird. Inwieweit es möglich wird, können wir jetzt noch nicht sagen, weil der Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Aber wir müssen immer im Hintergrund behalten, dass, wenn das nicht funktioniert, eben diese Arbeitsplätze weg sind. Es sind hier Leute, die sind seit 40 Jahren oder seit über 40 Jahren im Unternehmen, für die wird ihre Lebensgrundlage entzogen, für alle anderen logischerweise natürlich auch. Sie können sich vorstellen, die ist auf der Verkündungsveranstaltung, die stattgefunden hat, was sich dort für Dramen abgespielt haben, als die Leute erfahren haben, dass ihr Arbeitsplatz wegfällt. Jetzt trotzdem nochmal, würden Sie den Leuten erstmal den noch Arbeitnehmern an die Hand geben, bleibt erstmal, wir tun unser Bestes, oder ist gut daran getan, wenn Sie sich jetzt sukzessive mal um andere Arbeitsplätze umschauen? Wir sind jetzt gerade dabei, Infoveranstaltungen für die ganze Belegschaft durchzuführen. Dort sagen wir auch, dass wir natürlich bemüht sind, dort irgendwas hinzubekommen, um die Leute zu halten. Jeder hat aber selber die Möglichkeit, wenn jemand sagt, okay, ich versuche es auf eigene Faust, es ist schwer. Im Vergleich, es gibt Arbeitsplätze hier in der Umgebung, gar keine Frage. Aber es ist halt so, dass man sehen muss, dass außer VW und GKN hier in der Umgebung keine Firma gibt, die diese Löhne zahlen können, die hier gezahlt werden. Und wenn die Leute neue Jobs hier in der Gegend finden, muss man sich gewärtig sein, dass man im Schnitt ca. 600 Euro weniger netto in der Tasche hat. Und das ist für jemand, der seine Familie mit Kindern, mit Frau, mit Ehepartner durchbekommen muss, vielleicht noch ein Haus abzahlen muss oder ein Auto oder sonst irgendwas, das wird dann schon schwierig. Wir bedanken uns ganz herzlich für diese ehrlichen Worte, drücken trotzdem die Daumen. Wir wissen alle, Wunder gibt es keine, aber vielleicht geschieht trotzdem noch dieses kleine Wunder. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Danke. Nach dem Entzug des Versorgungsauftrages für neurochirurgische Leistungen an der ehemaligen Paracelsus-Klinik an der Werdauer Straße durch das sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz hat der Aufsichtsrat des Heinrich-Braun-Klinikums eine Entscheidung getroffen. Demnach werde die Neurochirurgie einschließlich der Wirbelsäulenchirurgie ab dem 1. März am Standort Zwickau, Karl-Keil-Straße, gebündelt. Gleichzeitig erfolge eine Verlagerung der Orthopädie inklusive des Endoprothetikzentrums der Maximalversorgung an den Standort Zwickau-Werdauer Straße. Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten. Die Mitarbeitenden wurden über diese Entscheidung informiert. Der jetzige Beschluss zur Bündelung der neurochirurgischen Kompetenzen an der Karl-Keil-Straße sieht konkret vor, dass ein großer neurochirurgischer Fachbereich mit vorerst zwei eigenständigen Kliniken entsteht. Mittelfristig werden diese Kliniken zusammengeführt. Damit entspricht der Aufsichtsrat insbesondere dem Wunsch der Ärzte und Klinikteams des bisherigen Standorts an der Werdauer Straße. Die Chefärzte Dr. Eppmeier sowie Privatdozent Dr. Luchtmann werden wie bisher den beiden Kliniken vorstehen. Dr. Christian Eppmeier wird dabei als übergeordneter Sprecher des Fachbereichs fungieren. Professor Dr. Warnke vollzieht den bereits im vergangenen Jahr von ihm selbst eingeleiteten Generationswechsel und beendet seine operative Chefarzttätigkeit zum 28. Februar. Seine Expertise bleibt jedoch für spezielle Operationen sowie die Privatpatientenbehandlung im HBK erhalten. Das neue Vereinsheim Alois des Vereins Zwickauer Fußballgeschichten e.V. hatte am vergangenen Samstag zum ersten Mal seine Türen geöffnet und lockte hunderte FSV-Fans an. Der Namensgeber des Projekts ist der Zwickauer Rekordspieler Alois Glaubitz. Das Alois am Zwickauer Neumarkt wird ehrenamtlich von Mitgliedern des Zwickauer Fußballgeschichten e.V. betrieben, steht aber allen FSV-Fans und Sympathisanten offen. Um langfristig einen Beitrag zum Erhalt, zur Stärkung und Entwicklung städtischer Kultur und Begegnungen zu leisten, soll das Alois auch nicht fußballaffinen Menschen ein Zuhause bieten, die in gemütlicher Atmosphäre uriges Kneipenfeeling erleben wollen, fernab vom Mainstream Zwickaus. Geöffnet ist das Alois an allen Heimspieltagen des FSV Zwickau, jeweils vor und nach dem Spiel sowie immer dienstags. Werbung.
Lust auf Veränderung in den eigenen vier Wänden mit einer ganz neuen Fensterdekoration? Dann sind Sie im Gardinenfachgeschäft Seifert in Zwickau-Oberhohndorf genau richtig. Mit 25 Jahren Fachkompetenz sind wir Ihr Ansprechpartner. Ob Maßanfertigung für jedes Fenster, hauseigener Nähservice, kostenfreies Aufmaß vor Ort, Deko-Ideen für jeden Einrichtungsstil und Montageservice. All das bieten wir. Bei uns erhältlich auch der Gardinenlift. Ermöglicht Gardinen auf- und abhängen ganz ohne Leiter und fremde Hilfe. Möchten Sie Ihre Fenster ins rechte Licht rücken? Mit einer Lichtschlittenmontage ist auch das möglich. Außerdem halten wir den passenden Sonnenschutz für Sie vor. Gardinenfachgeschäft Seifert in Zwickau-Oberhohndorf, direkt neben Sannhaus Mädler. Parkplätze gibt's direkt vor der Tür. Ich bin die Lotti, ich bin 84 Jahre alt, trainiere hier schon seit 20 Jahren im Sportpark, gehe gerne hierher. Ich fühle mich wie in einer großen Familie. Mir tut es gut. Ich möchte zum einen meine Muskeln stärken, meine Balance halten, damit ich mein Leben im Alltag meistern kann. Mein Yoga-Kurs ist mir sehr wichtig in dieser Woche, aber es ist auch sehr schön, dass man hinterher an den Geräten noch etwas tun kann. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopedics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Ging das zu schnell? Mit TurboSpeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln und 6 Monate gratis sichern. Auf pure.com. Krebs, das ist wohl die heimtückischste Krankheit, die einen Menschen ereilen kann. Der 42-jährige Ralf aus Wildenfels hat erneut die Diagnose Blutkrebs erhalten. Sein sehnlichster Wunsch ist es, seinen kleinen Sohn Konstantin aufwachsen zu sehen und mit seiner Frau Michaela alt zu werden. Eine Stammzellenspende ist seine einzige Überlebenschance. Um hier zu helfen und den genetischen Zwilling für Ralf zu finden, hat das Asiatische Kampfkunstzentrum in Zwickau einen Aufruf gestartet, sich am vergangenen Samstag in den Räumlichkeiten an der Franz-Mehring-Straße testen und registrieren zu lassen. Nicht zum ersten Mal waren wir hier zu Gast. Was wir hier gespürt haben, das ist ein lebendiger Verein. Von jung bis alt haben hier alle Mitglieder die Möglichkeit, sich in den verschiedensten Kampfkunsttechniken auszuprobieren.
Am letzten Samstag hieß es einfach, die Räumlichkeiten für einen guten Zweck zur Verfügung zu stellen. Genau, also wir tun diesmal eine Registrierung von DKMS unterstützen. Ganz konkret am Ralf festgemacht an der Stelle, der dort händeringend einen Spender sucht, um in seinen jungen Jahren dort die Möglichkeit wieder zu haben, um dort gesund werden zu können. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir bekommen natürlich an der Stelle auch Fördermittel und wir wollen als solches, als Verein, auch der Öffentlichkeit und dem Allgemeinen wieder was zurückgeben. Aus dem Grund stellen wir unsere Räumlichkeiten für sowas gerne auch kostenlos zur Verfügung. Und ja, die Spendeaktion seit um 10 läuft. Wir sind derzeit bei etwa 40 Registrierungen, haben an der Stelle die Plätze hier, die sind bis jetzt schon mehrfach komplett belegt gewesen, sodass wir dort ein kleines bisschen Andrang haben. Das ist genau das, was wir erhofft haben. Und wir hoffen, dass wir natürlich heute so mindestens 150 bis 200 Spender erreichen können, die sich neu registrieren. Das ist natürlich auch eine schöne Atmosphäre. Wir sehen es hier, die Leute kommen uns schon mit einem Stück Kuchen in der Hand entgegen. Also der Rahmen ist auch geschaffen. Ich meine, es ist ja immerhin eine tolle Sache, wenn Leute sich finden, die überhaupt sowas machen. Ja, natürlich. Ne? Es tut ja nicht weh, zum einen. Ne? Es macht ja kein Geeks. Ganz viele, die da vorher nachgefragt haben, nein, es muss nicht über eine Blutspende oder ähnliches erfolgen. Dafür haben wir natürlich schon für relativ viele Registrierungen. Sondern es ist tatsächlich so, wie es immer beworben wird, Stäbchen rein, Spender sein. Also man macht im Prinzip die ganze Probenannahme selbst, registriert es selbst über online, einfache Menüführung, unproblematisch, tut nicht weh, Kaffee und Kuchen gibt es on top, genau. Wenn wir schon mal bei euch sind, wie sieht es denn sportlich aktuell aus? Sportlich, wir hatten im vergangenen Wochenende bei Dresden oben, hatten wir einen zweiten Platz bei Karate. Aktuelle Wettkämpfe sind jetzt im Moment im Frühjahr immer relativ wenig. Die nächsten größeren Wettkämpfe sind dort diesbezüglich über das Landesmeisterschaften im Karate im Mai. Dann Brasilien-Jiu-Jitsu arbeitet sehr viel im Wettkampfbereich und Kendo. Aber da kenne ich jetzt die Ergebnisse nicht, dadurch, dass wir 8 Sektionen haben und das nicht alles über mich läuft. Wird denn noch Nachwuchs gesucht? Im Karate und im Jiu sind wir tatsächlich sehr gut aufgestellt derzeit. Also Nachwuchs im Altersklassen so ab 12 wäre bei Brasilien-Jiu-Jitsu und bei Kendo, bei Schwertkampf möglich. Ansonsten natürlich jeder, der da Interesse hat, kann bei uns kostenlosen Probemonat nutzen. Aber darum geht es letztlich ja heute nicht. Natürlich interessierte uns, wie man hier überhaupt auf Ralfs Schicksal aufmerksam geworden ist. Ich habe sie in den Verein gebracht, richtig, genau. Der erste asiatische Kampfkunstverein hat seine Räume uns zur Verfügung gestellt und da gab es gar keine Diskussion. Platz ist da und organisatorisch habe ich das ja in die Wege geleitet in Zwickau, genau. Warum liegt Ihnen das am Herzen? Naja, es ist jemand, der hilflos ist. Ne? Ralf hat keine Option, der kann selber gegen die Situation nichts machen und deswegen wortlaut, den müssen wir helfen. Und Ralf, seine Frau, ist eine Arbeitskollegin von mir und die ich schon lange kenne, mit der ich schon lange zusammenarbeite. Und Ralf ist ein herzensguter Mensch und da hat sich die Frage gar nicht gestellt, ob wir helfen, sondern nur die Frage, wie. Dann drücken wir alle die Daumen, dass wir fündig werden. Auf jeden Fall, das wäre ganz, ganz wichtig, dass wir einen perfekten Spender finden. Und wir haben eine große Resonanz heute hier und ich denke, das wird erfolgreich werden. Ja. Dann wollten wir es noch mal genau wissen und sind mit den Protagonisten ins Gespräch gekommen. Ja, Antje Trapp mein Name. Wir sind enge Freunde vom Ralf, kennen uns schon viele Jahre und unterstützen die Familie. Ja. Ich arbeite bei der DKMS, ich bin Volontärin und komme dann immer zu den Aktionen und helfe einfach ein bisschen. Da können Sie wahrscheinlich was zum Hintergrund sagen, weshalb das ganz wichtig ist. Man spricht ja, korrigieren Sie mich, von diesem genetischen Zwilling, der gesucht wird. Ja, das bedeutet im Prinzip, der Ralf hat ja die Leukämie und braucht eine Stammzellspende und der genetische Zwilling wird an Markern festgemacht. Das sind 10 Marker, die analysiert werden und diese 10 Marker müssen halt bei dem Spender oder sollten bei dem Spender bestmöglich genauso vorhanden sein. Ne? Kannst du vielleicht noch irgendwie was dazu sagen? Die Untersuchung läuft genau wie ab? Genau, also es gibt 2 Verfahren. Einmal das periphere Verfahren, das wird auch 90% der Zeit verwendet. Das ist über Blut. Das heißt, man wird einfach sozusagen, das ist ein bisschen wie, sag ich mal, Dialyse. Also man wird sozusagen Blut entnommen und das wird dann entnommen und wieder in den anderen Arm wieder reingebracht. Und dann gibt es eben das, wo das Knochenmark entnommen wird, aus dem Beckenkamm. Das ist in 10% der Fällen. Da haben die meisten so ein bisschen Angst vor, aber das ist auch nicht schlimm. Das ist kein schlimmer Eingriff oder sowas. Genau. Aber erstmal geht voraus heute diese Untersuchung. Und wir haben es ja schon gesehen oder wir sehen es im Hintergrund, es wird Speichel entnommen.
Genau, also es gibt drei Stäbchen, man muss quasi drei Wangenabstriche machen und die werden dann eingeschickt und die DKMS analysiert dann die Proben und dann wird halt geschaut, ob die genetischen Merkmale passen. Aus Ihrer Erfahrung, wie schnell oder wie lange dauert es oder wie hoch ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass man diesen sogenannten genetischen Zwilling findet? Also generell sind gerade 11 Millionen Leute schon in der Datei und weltweit und es wird ja jede 27 Sekunden weltweit erkrankt jemand oder bekommt jemand die Diagnose Blutkrebs. Und generell jeden Tag werden 21 Entnahmen getätigt. Das heißt, es ist jeden Tag bekommen 21 Leute die Chance auf ein neues Leben. Und wenn jetzt hier jemand jetzt registriert wird, dauert es meistens so circa 4 Wochen, bis das Labor das alles geprüft hat und die jetzt in unserer Datei sind. Und ab dann geht die Suche sozusagen, also kann man schauen, ob jemand gefunden wurde. Sie bleiben aber weiter dran. Sie wollen unbedingt helfen und rühren weiter die Werbetrommel. Wer diesen Beitrag heute sieht, was kann er aktiv tun? Also entweder er kann sich online registrieren bei der DKMS. Ne? Dann kann er natürlich Leute ansprechen. Ne? Es gibt ja Personen, die durch eigene Erkrankungen oder aufgrund des Alters nicht spenden dürfen. Dann kann er andere Leute ansprechen und kann sagen, hier, registriert euch. Die Sets werden dann nach Hause geschickt. Dann entnimmt man quasi den Wangenabstrich zu Hause, schickt das wieder ein. Und ja, das war es im Prinzip schon. Es ist relativ einfach. Ne? Sie haben es schon vorhin gesagt, einleitend, man muss 17 sein und nicht älter als 55, genau. Ist richtig? Genau. Ne? Dann drücken wir ganz fest die Daumen, dass wir hier was finden oder dass sich ganz viele Leute daran beteiligen und dass geholfen werden kann. Ganz toll, was Sie hier tun. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns und hoffen, dass heute noch mehr Leute kommen und dass wir dem Ralf und natürlich auch vielen anderen damit helfen können. Ja. Im Nachgang der Typisierungsaktion erhielten wir das Ergebnis. Mehr als 100 Menschen waren gekommen, 95 konnten registriert werden. Nun heißt es hoffen, dass das Perfect Match für Ralf dabei gewesen ist. Laufwerk von Hand für den Fuß präsentiert den regionalen Sport. Der FSV Zwickau tritt weiter auf der Stelle. Gegen den Tabellenletzten vom SV Meppen kam die Elf von Trainer Joe Enox nicht über ein 1:1 hinaus. Die Halbzeitführung der Gäste wurde durch ein Eigentor von Puri nach Freistoß von Göbel in Halbzeit 2 ausgeglichen. Eigentlich wollte der FSV mit der siegreichen Elf vom Auswärtsspiel in Halle starten. Doch beim Aufwärmen verletzte sich Neuzugang Marc-Jan Schneider. Für ihn begann Noel Eichinger auf der linken Außenbahn. Nach 90 Minuten konnte der FSV nach einer Ecke der Meppener dann noch einen Konter einleiten. Könnecke spielte auf Löhmannsröben, der im Strafraum am Fuß getroffen wurde. Statt auf Elfmeter zu entscheiden, zeigte Schiri Bacher Löhmannsröben die gelbe Karte für eine vermeintliche Schwalbe. Eine Fehlentscheidung. Letztendlich blieb es beim Remis, durch das der FSV wieder auf einen Abstiegsrang gerutscht ist. Am Samstag geht es dann zum von Thorsten Ziegner trainierten MSV Duisburg. Ja, relativ schwer. Wir haben wieder nicht den besten Start gehabt, fand ich. Aber ja, in der zweiten Hälfte hat man wieder gesehen, wie es gehen muss und wie es auch geht. Und es ist schade, dass wir uns da selber wieder leider nicht belohnen konnten. Aber ja, so Spiele gibt's. Und da müssen wir leider immer wieder draus lernen, auch wenn es immer wieder dasselbe ist. Wir dürfen da nicht aufhören, so zu spielen und einfach immer weiterkämpfen, weil die Saison noch lang ist und wir eben noch genug Chancen haben. Ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen gebraucht, reinzukommen. Ich glaube, wenn man das mit letzter Woche vergleicht, letzte Woche hat man direkt von Anfang an gemerkt, dass hier heute nichts anbrennt, dass sich alle 100% reinhauen. Heute hat es irgendwie in der ersten Halbzeit ein bisschen gefehlt. In der zweiten Halbzeit sind wir dann wieder ganz gut reingekommen. Haben Gas gegeben, haben geackert, haben wieder die, wie soll ich sagen,
jetzt fehlt es mir auch eigentlich. Die einfachen Wege haben wir auch gemacht, die schweren meine ich, sorry. Und es ist einfach schwer, jetzt nach dem Spiel irgendwie irgendwas zu sagen. Enttäuschung ist dabei. Klar, auch können wir zufrieden sein mit dem Punkt. Und ja. Also das von Lö kann ich nicht sagen, das habe ich nicht gesehen. Aber Lö hat auch gesagt, er hat da den Kontakt gespürt. Muss man sich nochmal das Video angucken. Und ich denke, anhand seiner Reaktion muss da auf jeden Fall was gewesen sein. Die zweite Aktion mit Mikey, also ich stehe direkt nebendran. Man hört den Schlag, keine Ahnung, in einem 10-Meter-Umkreis. Alle hören das außer der Schiri. Aber an sowas darf es eigentlich nicht liegen, meiner Meinung nach. Trotzdem ist es natürlich sehr bitter, ja. Ja, von weit weg weiß ich jetzt nicht so genau, was da genau passiert ist, wer da wen getroffen hat. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir da vielleicht einen Elfmeter bekommen. Aber so hat der Schiedsrichter entschieden. Das müssen wir so annehmen und dann müssen wir dann weitermachen. Ja, dass wir hier in der zweiten Halbzeit anknüpfen, genau das zeigen, was wir, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, was wir in Halle gezeigt haben, wieder ja, voller Kampf, Laufbereitschaft, Robustheit, darauf wird es ankommen. Ja, dass wir uns einfach reinhauen und dass wir wissen, dass wir das alles können, so wie man es wieder in der zweiten Halbzeit gesehen hat. Und ich finde, wenn wir das von der ersten Minute an zeigen, dann ist da auf jeden Fall immer was drin, egal welchen Gegner wir da vor uns haben. Nach einem intensiven Austausch zwischen Geschäftsführung und Vorstand ist der FSV Zwickau zum Entschluss gekommen, Cheftrainer Joe Enox sowie Sportdirektor Toni Wachsmuth mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben freizustellen. Wie bereits in der Mitteilung am 23. Januar zu entnehmen war, wurde nach den Spielen in Halle und gegen Meppen die Gesamtsituation jeweils neu bewertet und sachlich analysiert. Nach zwei sieglosen Heimspielen zum Jahresstart gegen direkte Konkurrenten und aufgrund einer stagnierenden Weiterentwicklung der Mannschaft sieht man das Saisonziel Klassenerhalt in akuter Gefahr. Daher hat man sich entschieden, der Mannschaft neue Impulse zu geben und damit noch einmal neue Energie freizusetzen, um die Drittliga-Zugehörigkeit auch über das Saisonende hinaus zu sichern, erklärte Marvin Klotzkowski, Geschäftsführer der FSV Zwickau Spielbetriebsgesellschaft MbH. Für Joe Enox wird zunächst Co-Trainer Robin Lenk interimsweise übernehmen und die Mannschaft auf das kommende Auswärtsspiel beim MSV Duisburg vorbereiten. Hinsichtlich der Nachfolgeregelung für den ausscheidenden Fußballlehrer arbeiten die Verantwortlichen des FSV Zwickau an einer zeitnahen Lösung. Werbung. MSB Metall- und Stahlsystembau GmbH aus Zwickau ist ein Familienunternehmen mit 30-jähriger Firmengeschichte. Mit über 40 Mitarbeitern fertigt und montiert man hier jährlich um die 800 Balkone. Um der gestiegenen Nachfrage auch weiterhin nachzukommen, bedarf es motivierter und begabter Mitarbeiter. Gesucht werden daher ab sofort Mitarbeiter in den Bereichen Fertigung, Schweißer, Monteure sowie Elektriker und Servicetechniker. MSB, der Balkonbauer, jetzt bewerben. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Thank you.
Seit mehr als einem Jahrhundert versorgt die Allianz-Gruppe ihre Kunden zuverlässig mit Versicherungen. Heute gehört sie zu den größten Anbietern auf dem globalen Markt. Die Nachfrage wächst und Mitarbeiter sind gefragter denn je. Die Allianz-Hauptvertretung Hendrik Gerber in Wildenfels sucht ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kundenbetreuerin oder einen Kundenbetreuer. Egal ob mit Berufserfahrung oder als Quereinsteiger, bewerben Sie sich ganz einfach. Auch die Allianz-Generalvertretung Helmer Schwarz aus Hartenstein sucht motivierte Mitarbeiter. Egal ob Einsteiger oder Branchenkenner, hier erhält man Chancen mit Perspektive. Wow, da flattern mir die Ohren. Konfiguriere deine Traumwohnung und bestimme deine Miete selbst. Egal ob Küche, Dusche, Bodenbelag, du hast die Wahl. Mehr Infos auf www.wownung.de. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach dem winterlichen Intermezzo vom heutigen Tage dürfen wir uns ab morgen wieder mal auf Sonne pur freuen. Nach einer frostigen Nacht mit Temperaturen von minus 12 Grad starten wir mit einem stahlblauen Himmel in den Dienstag. Bei Höchstwerten von 3 Grad plus ziehen in den Nachmittagsstunden nur einige harmlose Wolken herein. Bei gleichen Werten beschert uns der Mittwoch 9 Sonnenstunden. Frostige Temperaturen im zweistelligen Minusbereich bleiben uns dann auch in der Nacht auf Donnerstag erhalten. Im Tagesverlauf klettert das Quecksilber bis auf 5 Grad plus und es gibt Sonne pur. Am Freitag wird es dann etwas unbeständig. Bei einem zugezogenen Himmel bewegen sich die Temperaturen im Bereich wie an den Vortagen. Gelegentlich lässt sich die Sonne blicken. Möglicherweise kommt es zu Niederschlägen in Form von Regen oder Schnee. Das war tagaktuell für den Wochenstart. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, Sie haben jetzt noch einen angenehmen Abend und wir sehen uns dann am morgigen Dienstag hier wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.